Ja, Frau Schüler, herzlich willkommen im Emsland und vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, ich heiße Angela Schiele und ich bin freie Journalistin und arbeite jetzt in dem Fall für das ZDF, für die Redaktion von Plan B. Und bei Plan B machen wir, also wir versuchen, so konstruktiven Journalismus umzusetzen. Das heißt, wir benennen Probleme und versuchen dann aber Lösungen zu präsentieren. Das heißt, wir stellen Projekte, Initiativen und engagierte Menschen vor, die was verändern wollen. Und deshalb sind wir jetzt auch hier, weil wir in dieser Doku jetzt was machen zum Thema Inklusion. Und weil uns aufgefallen ist, dass wirklich, also es gibt ja sehr, sehr viele Menschen mit einer schweren Behinderung. Ich war fast erschüttert, als ich die Zahl gelesen habe, dass jeder Zehnte eigentlich eine schwere Behinderung hat. Und diese Menschen sind, finde ich, immer noch viel zu unsichtbar, haben gar keine Stimme, sehr oft. Und diese Gesellschaft, dieses gesellschaftliche Miteinander und die Teilhabe, die man sich nicht nur wünscht, sondern die ja auch von der UN-Behindertenkonvention auch letztlich eingefordert wird, das findet viel zu wenig statt. Und wir wollen eben, in dieser Doku stellen wir Projekte vor, also im Kulturbereich, auf dem Arbeitsmarkt und eben auch beim Sport, wo Inklusion tatsächlich gelingt und wo eben Menschen dahinter stehen, die das ermöglichen. Mich würde interessieren, wie sind Sie auf das Projekt Inklus gekommen? Ja, das ist eigentlich relativ, ich habe viel recherchiert und bin letztlich übers Internet auf Sie gestoßen. Und also uns war es wichtig, es gibt ja viele Vereine, die inklusive Angebote machen, aber uns war es wichtig, etwas in die Breite und in die Tiefe zu gehen. Und das ist ja dieses Projekt Indus, was ja, wo es nicht ein Verein ist, der inklusiv Sportangebote macht, sondern tatsächlich eine ganze Region, die sich diesem Inklusionsgedanken verschrieben hat. Und die eben sagen, wir wollen im Sport viele, viele Vereine in den Kommunen, in den Städten, wo auch immer, gewinnen. Und das fand ich toll, dass es jetzt hier, glaube ich, 70 Vereine gibt, die viele Sportangebote machen. Und das finde ich relativ einmalig. Und so haben wir uns entschieden, bei Ihnen zu drehen. Tolle Sache. Sie sind heute in Haselünge, hier beim JFV Haselünge, beim Mini-Soccer-Team. Genau. Welchen Verein besuchen Sie noch? Morgen fahren wir dann nach Papenburg vom ADFC. Und da begleiten wir eine Radtour. Eine inklusive Radtour eben auch. Ich glaube, das sind 20 Menschen, die sonst auch zusammen einmal im Monat, glaube ich, zusammen eine Radtour machen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, dass das funktioniert. Und wo ich auch gehört habe, dass das eben für alle, also nicht nur für die Menschen mit Behinderung, sondern auch für die Menschen ohne Behinderung, was etwas Tolles ist und eine Bereicherung ist. Weil wir wollen nicht Projekte vorstellen, wo man immer sagt, wir tun jetzt was, sondern es ist einfach, wir wollen ja zeigen, dass es ein Miteinander gibt und eine gegenseitige Wertschätzung. Und das passiert hier. Gibt es für die Sendung schon einen Sendetermin? Samstags ist der Sendetermin regelmäßig, jeden Samstag. Und jetzt steht der Sendetermin noch nicht vor, also fest. Voraussichtlich im September, aber da sagen wir Ihnen noch Bescheid. Das ist super. Dann weiterhin viel Spaß im Emsland und schönen Dank dafür. Dankeschön, ja.